Oh mein Gott. Bitte, 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 den Inferno-Drachen. Let's go. Oh mein Gott. Hey Leute und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Clash Royale. Ihr habt es ja vielleicht am Titel schon gesehen, heute gibt es mal so ein bisschen Mischmasch. Und zwar machen wir einmal nochmal ein, zwei Super Magical Chests auf, das heißt ein kleines Opening. Und als zweites werden wir probieren, den Inferno-Drachen zu spiegeln. Das heißt, wir wollen probieren, den so oft wie möglich aufs Feld zu bringen. Ich denke mal, ihr wisst noch, was ich meine. Das habe ich ja schon ein paar öfteren Videos gemacht. Ich glaube, das letzte Mal war es mit dem Mega-Lakai. Und heute probieren wir das Ganze mit dem Inferno-Drachen aus. Ich bin echt mal gespannt, wie viel wir da hinkriegen. Aber erstmal natürlich wollen wir heute hier ein paar Super-Magietruhen aufmachen. Ich denke mal, zwei Stück und dann nochmal eine Magietruhe. Aber einen kleinen Einschub nochmal. Das gestrige Video, da habe ich ja gesagt, für jeden Daumen nach oben gibt es ein Gem als Verlosung. Das Video ist jetzt gerade irgendwie auf der Startseite oder sowas. Zumindest bekommen das relativ viele Aufrufe. Deswegen warte ich noch ein bisschen mit der Auslosung. Ich glaube, wir sind jetzt gerade bei 7.000 oder 8.000 Daumen nach oben. Das heißt, knappe 7.000 bis 8.000 Gems würden jetzt an euch rausgehen in Form hier von iTunes-Karten. Ihr könnt das ja selbst mal ausrechnen, wie viel das wäre. Ich sag mal so, wenn dieses Video das Video von gestern nochmal überbietet, das heißt, wenn wir hier irgendwie, keine Ahnung, über 7.000, 8.000 Likes schaffen, dann nehme ich das Video hier als Grundlage. Das heißt, wenn wir das nochmal überbieten, kann das sein, dass ich irgendwie 10.000 Gems verlose. 80 Euro iTunes-Guthaben. Mal gucken, ob wir das erreichen. Ja, wenn ihr schon mal bei der Verlosung mitmachen wollt, das Einzige, was ihr machen müsst, ist natürlich Abonnent sein, dem Video einen Daumen nach oben zu geben und einen Kommentar schreiben, auf welchem Device ihr Clash Royale spielt. Auf jeden Fall würde ich sagen, ich habe die Gems schon mal aufgeladen. Heute gibt es natürlich wieder zwei Super-Magietruhen. Ich hoffe natürlich innigst, dass wir es heute schaffen, irgendwie eine neue legendäre Karte zu ziehen. Ich habe jetzt zwar den Eismagier fast auf Level 3, was schon echt mega nice ist, aber es fehlen natürlich hier noch die drei legendären Karten. Einmal der Inferno-Drache, dann natürlich das Kampfholz, Leute, das Kampfholz und der liebe Holzfäller. Wäre natürlich mega nice, wenn wir den Inferno-Drachen ziehen, dann kann ich mich die Spiegeln-Challenge sogar auf meinem Account hier drehen. Ansonsten würde ich den von dem lieben Tobi nehmen. Das Ganze erfahrt ihr dann aber auch noch ein bisschen später, wenn es dazu kommt. Ich würde erstmal sagen, Leute, let's go. Die erste Super-Magietruhe. Gleiches Prozedere wie gestern. Ich hoffe natürlich, wir ziehen eine neue legendäre Karte, beziehungsweise die neue legendäre Karte, den Inferno-Drachen. Okay, die Kiste beginnt schon mal sehr schlecht. Es müssten jetzt auf jeden Fall ordentlich normale Karten kommen. Okay, 220 jetzt bitte nochmal. Ich glaube, wir haben noch nicht alle seltenen. Das heißt, es werden wahrscheinlich seltene kommen. Genau, schade. Okay, die erste Chest. Der Blitzzauber 19 Mal ist ganz in Ordnung. Wäre natürlich cooler gewesen, wenn hier eine legendäre rauskommt. Aber jetzt in der zweiten Chest. Komm Leute, ich predict es. Wir ziehen jetzt hier eine neue legendäre Karte. Eine von denen, die ich noch nicht habe. Drückt mir auf jeden Fall die Daumen. So, okay, ich bin hyped. Was kriegen wir hier raus? So, achtmal den Ofen. Okay, einmal den Bowler. 131 mal den Eisgeist. 310 mal die Pfeile. 107 mal die Koboldhütte. Es kann sein, dass jetzt epische kommen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bitte, 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 den Inferno-Drachen. Let's go! Nein! Warum den Lava-Hund? Oh Mann! Das ist doch kacke, ey. Meiner Meinung nach ist der Lava-Hund die beschissenste legendäre Karte. Verdammt! Mist! Okay. Schön. Wenigstens eine legendäre Karte. Aber leider den Lava-Hund, den ich noch nie wirklich verwendet habe. Höchstens mal in der Spiegeln-Challenge oder irgendwie in einem Luftdeck. Aber die spiele ich halt kaum, weil ich momentan dieses Deck hier immer noch verwende. Ist momentan eigentlich so mit meinem Favoriten-Deck, kann man so sagen. Aber wir haben ja nochmal die Chance, Leute. Wir haben noch die Chance, hier aus einer Magietruhe was zu ziehen. Come on, Magietruhe. Drei epische, 19 seltene sind drin. Und jetzt haben wir nochmal Luck. Let's go. Einmal ein Tesla, fängt ja beschissen an. Okay, okay. Ich glaube, wir brauchen noch seltene, genau. Ja, schade. Schade.
Dreimal den Frost ist ganz in Ordnung. Wäre natürlich schöner gewesen, wenn ich nochmal hier ein bisschen was vom Gift kriege oder irgendwie hier Golem oder das liebe Drachenbaby. Aber ich würde sagen, jetzt gibt es einen kleinen Cut. Wir sehen uns gleich nochmal, denn gleich wechsle ich mal auf den Account von dem lieben Tobi an. Den werden wir noch gratis tun. Vielleicht ziehen wir hier noch irgendwas Cooles raus. Okay, nur den Mega-Lakai. Aber wir sehen uns jetzt gleich nochmal auf einem anderen Account. Auf dem Account werde ich dann gleich mit euch die kleine Spiegeln-Challenge machen. Ich bin echt mal gespannt, wie viele Inferno-Drachen wir hinkriegen. Ihr könnt es jetzt auch schon mal raten. Und ich würde sagen, bis gleich, Leute. So, wir sind jetzt auf dem anderen Account. Und zwar von dem lieben Tobias. Tobias Spirit Talk. Er ist auch YouTuber. Ich packe euch mal den Link zu seinem Kanal in die Videobeschreibung. Ich habe jetzt hier schon mal ein Deck vorbereitet. Ihr seht hier, Inferno-Drache ist am Start. Mega nice auf jeden Fall. Ich hoffe, wir kriegen das gut hin. Mein Deck kostet 2,3 Elixier. Ich denke mal, ich habe alles Wichtige mit dabei. Ja, der Tobi hat einfach mal alle Karten, deswegen mega nice, dass ich jetzt seinen Account hier haben kann. Ich will einfach mal sagen, wir labern nicht lang drum rum, sondern Malte schickt jetzt einfach mal eine Anfrage und dann sehen wir uns gleich im ersten Fight. So, selbes Prozedere wie sonst auch. Wir fangen erstmal an, hier ein wenig Elixier aufzubauen. Und in der Overtime werde ich dann probieren, so viele Inferno-Drachen aufs Feld zu bringen wie möglich. Ich würde sagen, die Phase bis dahin sprühe ich wieder ein bisschen vor, bis es interessant wird. Okay, let's go. Erster Inferno-Drache ist auf dem Feld. So, ich muss hier nochmal ein bisschen gegenwirken, weil ich habe gerade noch nicht den Spiegel. Jetzt habe ich ihn. Sehr schön. Das heißt, ich habe jetzt hier schon mal zwei Inferno-Drachen auf dem Feld. So, ich mache jetzt einfach mal hier kurz weiter. So, zack. Der nächste Inferno-Drache. Der nächste Inferno-Drache. Insgesamt sind jetzt hier schon vier auf dem Feld. Ich glaube, ich werfe sicherheitshalber nochmal einen Zap drauf und Rage hier schon mal. Sonst kommt der Golem nachher zu meinem Turm durch, das will ich ja nicht. Aber es funktioniert sehr gut, Malte, es funktioniert sehr gut. Nur jetzt ein Freeze an der Stelle war nicht ganz so gut, nicht, dass mein Turm hier gleich fällt. Aber das ist noch im Rahmen des Möglichen. So, nächster Inferno-Drache. Dann nochmal hier eine Elixierpumpe, vielleicht nochmal hier an der Stelle ein Rage, zack, weiter geht's. Und ich glaube, wenn du es jetzt schaffst, noch einen Golem zu setzen, genau, sehr gut. So, ich habe jetzt hier schon einige auf jeden Fall auf dem Feld. Ich denke mal, können wir noch schaffen. Wenn du jetzt vielleicht nochmal einen Freeze hast, genau, sehr cool, sehr cool. So, nächster Inferno-Drache. Alles mögliche ist jetzt da gefreezed. Alter, wie schnell der Golem gerasert wird. Oh mein Gott, der wird ja mal richtig hart gerasert. Okay, nächster Inferno-Drache. Hier geht's Schlag auf Schlag weiter. Noch ein Inferno-Drache. Oh mein Gott, oh mein Gott. Alter, guck dir das mal an, wie viele da auf dem Fleck sind, ey. Mega krass. Okay, und die kommen halt auch einfach nicht vorwärts. Das ist richtig nice, richtig nice. Nächster Inferno-Drache. Oh fuck, oh fuck. Selbst setz mal bitte nicht drauf, damit die noch ein bisschen länger überleben. Wir wollen ja ordentlich welche aufs Feld bekommen. 60 Sekunden haben wir noch. Hier sind echt unendlich viele Inferno-Drachen auf dem Feld. Das sind schon locker 20 Stück oder so. Und es geht weiter, Leute. Es geht weiter. So, ich habe hier nochmal eine Elixierpumpe. Nächster Inferno-Drache. Hä? Die kommen halt noch mit, die kommen halt nicht mal mehr vom Fleck irgendwie. Das geht ja mal mega ab. Alter. Okay, jetzt rage ich die mal. Vielleicht geht es dann doch ein bisschen schneller. So, okay, nächster Inferno-Drache. Und ich krieg auf jeden Fall hier noch einen hin. Oh mein fucking Gott. Das ist ja einfach mal nur so eine Crowd an Inferno-Drachen. Ich rage die jetzt nochmal. Elixiersammler. Und come on, come on. Nächster Inferno-Drache, 9 Sekunden. Die kommen nicht mal mehr zum Turm, aber es sind... Alter, what the hell, wie viele das sind. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie viele waren das bitte? Es waren noch locker über 20 oder sowas. Was schätzt du, Malte? Was schätzt du? Okay, Malte zählt mal eben kurz nach. Und dann probieren wir gleich vielleicht nochmal einen Fight aus. Ich werde auf jeden Fall gucken. Wir sehen uns dann gleich in einem Final Battle, wo ich da mal gucke, dass die Inferno-Drachen dann auch mal zum
Kronturm hinkommen. So, der liebe Molt hat jetzt gerade nachgezählt. Insgesamt waren es 25 Stück, was schon echt ganz schön viele sind. Wir probieren das Ganze jetzt, wie gesagt, nochmal aus, dass ich es vielleicht schaffe, sogar an Turm ranzukommen, an Kronturm, dass wir nochmal die Power an dem Kronturm sehen, wie schnell der dann down geht. Ich würde sagen, gleiches Prinzip wie gerade eben. Wir sehen uns, wenn es interessant wird. Let's go, my friend. Let's go. Okay, den Kram muss ich mir jetzt mal eben kurz wegmachen, sonst wird das da zu viel. Inferno-Drache, Inferno-Drache. Aber jetzt noch nicht freezen, nicht, dass das zu krass da wird schon. Reitsch. Da 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 bum. Da 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 bum. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 bum. Ey, ich komm gar nicht da weg. Malte, nicht freezen, das ist ungünstig. Direkt am Turm. Nicht, dass der gleich weg ist. Alter, wie die einfach nicht vom Fleck kommen, ne? Das ist unglaublich. Oh mein Gott. Wir kommen halt einfach nicht vom Fleck. Hä? Das sind so viele Skelette, dass die nicht da vorne nicht ihren Arsch wegbekommen. Oh no. Nicht freezen, nicht freezen. Jetzt gerade zumindest nicht. Jetzt sind da zu viele. Von deinem Kram. Okay, jetzt lass probieren. Ah ne, das ist jetzt dumm. Wirklich kommen lassen kannst du die, glaube ich, nicht, oder? Die kommen ja eh, glaube ich, jetzt nicht so weit. Wir warten noch mal ein bisschen. Wir haben ja noch eine Minute. Alter. Das ist halt einfach mal so ein kleiner Kackhaufen. Ein Haufen an Inferno-Drachen. Okay, ich hätte gesagt, bei 30 Sekunden lässt du die dann mal langsam kommen. Dass du dann ein bisschen reduced dein Shit da. Nummer 478. Ja, ja. Okay, jetzt lass sie kommen, lass sie kommen, lass sie kommen. Jetzt nichts mehr von deinen Truppen setzen. Nur noch, wenn überhaupt. Nee, lass sie jetzt kommen. Nichts mehr setzen. Ich rage jetzt die. Komm schon. Jungs, ihr müsst doch mal vorankommen, ey. Ey, die kommen halt echt nicht voran. Malte, das... Die kommen immer noch nicht voran. Oh mein Gott. What? Wie viele das schon wieder waren. Aber naja, Malte hatte... Er hat gerade gesagt, er hatte ja nur zwei oder drei von den Grabfallen da stehen. Und die sind halt trotzdem nicht vorangekommen. Echt ganz schön krass. Ja, Leute, ich würde sagen, das war's jetzt mit der Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst auf jeden Fall eine dicke Bewertung da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.